Moin, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und es ist schon wieder das Assassin-Update. Ihr merkt schon, es hört einfach niemals auf, aber um das Ganze zu beschleunigen und ein bisschen mehr Kreativität reinzubekommen, nehmen wir heute 3 Champions, okay? Ich habe schon selber keinen Bock mehr. Beginnen wir dabei mit Akali. Akali ist ein Assassin, der sehr cool ist. Also ich finde Akali cool. Und sie hat natürlich auch die ein oder andere Änderung bekommen. Und am interessantesten ist quasi die Passive. Denn die alte Passive hat die Bellwim gegeben, abhängig wie viel EP oder Edi sie sich geholt hat. Das Ganze ist auf jeden Fall relativ lustig und in Teamfights konnten sie dadurch abartig viel Leben wiederherstellen. Gerade im späteren Spielverlauf, auch mit Gunblade und so weiter. Sie war halt sehr schnell am Snowballen und ein guter Überlebenskünstler. Die neue Passive von Akali bezieht sich auf ihre Twin Blades. Denn nun hat die Passive einen internen Cooldown und man hat 2 verstärkte Auto-Takes hintereinander. Dabei gibt ihr der erste Auto-Take Leben und der zweite Auto-Take macht Bonus-Damage. Na, zack, zack. Yay, das war's schon. Ist nicht super komplex, das Ganze steigert sich auch mit dem Level und abhängig natürlich von eurer AP und AD. Das wird alles so zusammen gemauschelt, das heißt, ihr habt einen ordentlichen Bonus-Schadenswert und natürlich auch die Möglichkeit, Leben wiederherzustellen. Das Ganze soll halt den Spellvamp kompensieren. Die Frage ist, kompensiert er es wirklich? Im Prinzip eine nette Mechanik, kann auf der Lane zum Sustain benutzt werden, aber natürlich auch als Damage-Tool. Ah, beides möglich. Gut, das Q hat sich im Prinzip gar nicht verändert, dafür das W massiv. Denn Akali kann immer noch eine Wolke zaubern, aber nun eine gewisse Distanz überwinden. Das heißt, die Wolke kann man nicht mehr auf eine bestimmte Entfernung casten, sondern du springst einfach zu der Stelle hin. Na, das sieht sehr, sehr cool aus und der Gegner weiß natürlich nicht genau, wo du bist. Hier aber auch nochmal der Reminder, man ist unsichtbar, nicht camouflaged, also man muss wirklich sie mit Turrets oder ähnlichen aufdecken. Wobei natürlich bei der Stealth Mechanic noch ein paar Sachen dazukommen, die wir irgendwann später besprechen werden. Fakt ist, Akali ist mit diesem Spruch in der Lage, über Wände zu gehen. Und das sogar ziemlich gut. Es müssen natürlich relativ dünne Wände sein, aber ich habe das an sehr, sehr vielen Orten getestet und ja, Akali kann über Wände springen. Sie muss ja kein Ward hinstellen, um irgendwelche Minions zu sehen, um sie mit der Ult anzuspringen, sondern kann sie die ganze Zeit. Eigentlich ziemlich cool, finde ich nice. Und gut, bezogen auf die E-Fähigkeit können wir hier ebenfalls von einem Buff sprechen. Das heißt, der Grundschaden ist ganz schön krass hochgegangen, wenn ich ehrlich bin. Der Cooldown ist zwar dadurch auf höchster Stufe so ein Stück weit höher. Na, 3 Sekunden, das ist überragend hoch. Aber ein Riesenunterschied zwischen der einen Sekunde von der anderen Akali. Das ist aber im Prinzip eine Änderung, die angenehm ist. Denn erstens wird es abgefedert durch den Refund-Effekt. Das heißt, wenn du irgendwas lastet ist, kriegst du 60% deines Cooldowns wieder und kann sich der alten Akali annähern, was dieses Farmverhalten angeht. Für den Fight fand ich es aber schon immer nützlicher, eher einen hohen Base-Damage zu haben. Denn Akali ist ein Assassin, sie muss innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Schaden rausbekommen. Und das E zu spammen ist auf 2 Wegen sehr, sehr ungünstig. Erstens spammt ein Assassin nicht, sondern er ist halt meistens sehr, sehr weich und muss das Ziel sehr schnell erledigen. Und zweitens haben Energie-Chimits ein riesengroßes Problem mit der Energieverwaltung. Es ist zwar schön, wenn das E so einen geringen Cooldown hat, du kriegst es aber energietechnisch nicht gebacken. Es kostet einfach mit der Zeit zu viel und du kannst irgendwann nichts mehr machen, wenn man noch an das W und an das Q denkt. Das Q gibt natürlich Energie wieder, aber ich habe lieber eine sehr, sehr starke E-Fähigkeit, anstatt eine, die ich spammen muss. Hier kann ich sie spammen, wenn ich natürlich entsprechend die Last hätte. Und gut, bezogen auf die Ultimate kann man sagen, dass der Schaden runtergegangen ist. Er geht einfach runter. Dafür fängt man zwar mit 3 Charges an, also kann Level 6 erreichen und damit den All-In wagen, was viele Midlaner ganz einfach von Natur aus machen. Der Cooldown ist hier auch an der Stelle so ein kleines bisschen hochgegangen, das heißt, man kann jetzt nicht so krass durch die Gegend springen, also nicht so schnell hintereinander. Hier muss ich aber erwähnen, der Schaden ist einfach, also die AP-Skillung ist halbiert worden und der Grunddamage ist auch ordentlich runtergegangen. Das finde ich kein guter Trade für die 3 Charges, die man am Anfang hat. Naja, Riot wird schon mal was dabei gedacht haben. Aber insgesamt muss ich sagen, Akali mit der Wolkenmechanik auf jeden Fall sehr, sehr nice und dass der Schaden vom E erhöht wird, im Prinzip auch sehr gut. Vielleicht wurde deswegen auch die Ultimate genervt, weil der E-Damage schon einfach deutlich höher ist auf höchster Stufe. Na gut, kommen wir nur zu dem zeitreisenden Echo. Er ist natürlich auch ein Problemkind, weil er konnte sehr lange einfach Toplane als Tank gespielt werden. Und das macht man immer noch mit 24s. Nun sagt man sich, dass der Base-Damage von der Passive angepasst wird. Also Early hoch, Late-Game runter und es slowt den Gegner nicht mehr. Du hast immer noch die Möglichkeit, 3 Stacks draufzupacken, Bonusstand anzurichten und dich zu verpissen, wenn du willst. Aber der Gegner ist nicht mehr geslowt. Was natürlich der Tank-Variante nicht entgegenkommt. Weil die will ja for CC for free. Naja, ohne andere Änderung, deshalb ist er auch hier mit drin, weil es so schnell geht, ist sein Ultimate. Das heißt, hier hat man die EP-Ratio verstärkt und nun gesagt, dass er einen prozentualen Bonus bekommt, abhängig davon, wie viel Prozent Leben er in den letzten 4 Sekunden verloren hat. Das ist mathematisch ein bisschen schwierig aufzubereiten, weil natürlich versuche, möglichst viel AP zu stacken, oder das ist wahrscheinlich das Traumbild eines Echo, dass er AP baut und die 60% Verwertung ist nun echt gut. Die ist wirklich gut. 2 Dinge müssen aber noch erwähnt werden. Erstens wird anscheinend der Fountain Laser nicht mit reingerechnet. Na, ich wollte innerhalb der 4 Sekunden möglichst viel Damage bekommen, dachte ich, gehe in den Laser rein und der Schaden wird gar nicht gemessen. Das heißt, ich habe das Ganze dann beim Baron gemacht und man sieht natürlich eine deutliche Steigerung zwischen einer normalen Ultimate-Nutzung und der mit dem Damage vom Baron jetzt zum Beispiel.
Na, da kann man schon gut mit arbeiten. Das Witzige ist aber nun, dass ihr die Ultimate aktivieren könnt. Und wenn ihr mit der Ultimate zurückgebeamt werdet an eure alte Stelle, könnt ihr unterwegs das W auslösen. Na, wenn ihr das W irgendwo platziert habt und solltet mit der Ultimate durchfliegen, bekommt ihr den Schild. Ah, ihr müsst also nicht mehr drin landen, sondern ihr könnt auch durchfliegen, kriegt den Schild und stunt die Gegner. Diese Mechanik, muss ich sagen, habe ich versucht, künstlich zu erstellen. Und das war gar nicht so einfach, weil das Timing halt sehr, sehr seltsam ist von beiden Spells. Und ich denke, es ist eine nette Mechanik, dass er nun nach der Ult geheilt ist und sogar noch einen Schild hat, wenn man das Ganze mechanisch richtig macht. Ich finde aber die Reihenfolge sehr seltsam. Also ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Mechanik, die man zur Verfügung haben kann. Und generell muss ich sagen, ist halt keine großartige Veränderung zu dem aktuellen Echo. Nur, dass der Slow von der Passive runter ist, ist wahrscheinlich unangenehm. Im Prinzip für beide Varianten, sowohl Assassin als auch Tank. Gut, und als dritten und letzten Champion haben wir heute noch den Zed. Er natürlich auch ein Assassin, der immer noch einer der höchsten Bun-Rates genießt aktuell. Also keiner will Zed sehen in League of Legends. Und nur hat man gesagt, hey, wir müssen ihn so ein Stück weit anpassen. Und die Frage ist, was wurde denn gemacht? Das Q hat man zunächst gar nichts verändert. Das Q ist toll, lass mal so, wie es ist. Die W-Fähigkeit hat nur die erste Änderung erfahren, und zwar gibt es keinen Bonusschaden mehr for free. Normalerweise hat er ja einen gewissen AD-Bonus bekommen. Du holst ja AD, kriegst noch mehr for free. Ein bisschen wie Poppy mit ihrer Rüstung und Magieresistenz. Dieser Bonus ist nicht mehr da, dafür steht der Schatten länger und der Energie-Refund, wenn ihr Spells entsprechend treffen solltet, ist nur etwas höher. Also sowohl auf den niedrigen als auch auf den hohen Level, jeweils um 10. Ich denke, das ist ganz nett. Die AD-Entfernung ist aber schon unangenehm. Es war im Prinzip am Anfang egal, weil jeder nur den Shadow einen Punkt reingesteckt und diese Fähigkeit als letztes maximiert hat. Was aber dazu geführte, dass du ab dem Late Game ein gutes Polster hattest. Weil da haben nämlich diese prozentualen Boni, die du erhalten hast, richtig hart gegriffen, okay? Nun ist das Ganze entfernt und viele fragen sich, wie wird denn das kompensiert? Tja, und das geschieht nun durch die Ultimate. Diese ist auch im Prinzip von der Schadensverwertung her immer noch komplett gleich. Ne? Du ultest jemanden, mal haust so viele Spells wie möglich raus, damit der einfach aufplatzt, weil der Schaden, den er erhalten hat, dazugerechnet wird. Das ist alles normal. Nun ist aber so, dass er eine Mechanik hat, um die W-Fähigkeit auszugleichen und diese ist ein bisschen länger vom Text. Kurz gesagt ist aber nun so, wenn Zed jemanden tötet, ja, und das ist jemand mit einem sehr, sehr hohen AD-Wert, dann nimmt er sich Teile davon. Also er stiehlt sie nicht, der Gegner wird jetzt nicht schwächer dadurch, aber er nimmt sich einen gewissen Teil der AD seiner Opfer, wenn er die mit der Ultimate tötet und rechnet sie auf sich selbst drauf. Das Ganze habe ich schon im PvE mehrmals getestet und kam da jetzt nicht auf die überragendsten Werte und wollte das eigentlich übertreiben. Das heißt, ich habe versucht, mit zwei Sets ins Spiel zu gehen. Wir holen uns einfach übelste AD ein und töten uns dann, aber leider ist dann der Server abgekackt. Beziehungsweise wurde der gerade repariert und ich konnte es nicht zu Ende führen. Fakt ist aber nun, dass ihr euch da ein bisschen davon abhängig macht, dass ihr einen AD-Gegner habt. Es muss halt wirklich ein ADC drin sein. Normalerweise ist das der Standard. Na, aber angenommen, es wäre ein Spiel ohne richtigen ADC, ist Zed auf jeden Fall geschwächt. Aber sollte es ein Assassin in der Midlane sein und Zed gegen ihn kämpfen, dann kann der Snowball relativ schnell sein. Weil er muss nicht mehr Punkte ins W stecken oder sowas, sondern die Ultimate steigert diesen AD-Effekt mit Leveln und er kann wirklich jedes Mal sich ein neues Opfer suchen und schauen, okay, wer hat denn hier gerade die meiste AD und der wird dann quasi entsprechend ausgesaugt. Wichtig dabei ist, dass man mit der Ult tötet und dass man natürlich immer nur einen Gegner als diesen Markierten zur Verfügung hat. Das ist so die Prämisse. Das Ding ist halt, ein Zed wünscht sich im Prinzip, dass ein gegnerischer Assassin oder irgendein Champion da ist, der einen sehr, sehr hohen AD-Wert hat. Das ist the dream für den Zed. Und er muss denjenigen auch töten, beziehungsweise kann er auch einen Assist da generieren, das geht ebenfalls. Aber es muss mit der Ultimate sein. So viel habe ich zumindest getestet. Gut, und hier muss ich sagen, Zed hassen alle. Ich denke, nach diesen Änderungen werden ihn auch noch alle hassen. Er würde also im ganz normalen Solo-Queue immer noch eine hohe Bunrate erfahren, gerade je niedriger man in der Elo rutscht. Da sind halt die Zahlen so ein kleines bisschen verwaschen. Aber im Großen und Ganzen kriegt er die Stats nicht für free und muss ein Stück weit dafür arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass der Snowball-Effekt gerade gegen einen anderen Assassin sehr, sehr stark sein kann. Ja, da kann man auf jeden Fall bedrohlich werden. Und gut, aber im Prinzip war es das schon. Als nächstes werden wir uns dann Masteries noch anschauen. Das ist so der letzte Punkt. Und dann haben wir die Preseason eigentlich so gut wie es geht abgearbeitet. Und kleine Dinge werden sich wahrscheinlich noch in irgendeiner Form ergeben. Ich persönlich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag gehabt. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.